Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 3 in der Definitive Edition, hier beim 100% Platin Run. Und beim letzten Mal haben wir zwei Trophäen geholt. Diese Trophäen hießen zum einen eine Minute in Liberty City. Und dann haben wir uns noch geholt, kommt raus und spielt. Da haben wir 25 Gangmitglieder mit dem Baseballschläger erschlagen. Und hier mussten wir halt eine Minute unter 10 HP überleben. Was total einfach war. Und wir haben die ersten drei D-Ice-Missionen gemacht. Und jetzt machen wir die letzten beiden Missionen. Und dann gehen wir rüber zu King Courtney und machen seine Telefonmission. Uns fehlen jetzt nur noch drei Trophäen bis zur Platin. Also ja, lass uns mal loslegen. Goldrausch. Yo, a Federal Reserve flight just smashed down at Francis International. There's platinum all over the strip. Get a car and snatch up as much as you can. You can drop the bling off at one of my garages. This platinum is mad heavy and it'll slow your wheels down some. So make regular drop-offs at the garage. Besorg dir ein Fahrzeug. Ich glaube, das ist das beste Fahrzeug dafür, oder? Sehr robust und schnell. Begib dich an den Ort, wo die Ladung herumliegt. Du musst 30 Platinbarren einsammeln. Oh ja, die Mission, die hatte ich ja in der letzten Folge schon angesprochen, dass ich mich auf die schon freue. Man darf hier nicht zu gierig werden. Das ist ja so ein bisschen, man muss so ein bisschen taktieren, wie viel Platin sammelt man jetzt ein. Erstmal finde ich es weird, dass die Mission Goldrausch heißt, wenn man doch Platin einsammelt, aber ich weiß nicht, ist Goldrausch so ein allgemeiner Begriff für irgendwelche Edelmetalle? Also dafür, dass man irgendwelche Edelmetalle einsammelt oder man besessen ist von diesen Edelmetallen? Oder ist das einfach nur ein falscher Missionsname? Mich würde mal interessieren, wie die Mission auf Englisch heißt. Ob es irgendwie Platinum oder so heißt, irgendwas? Oder auch hier so Gold Rush? Keine Ahnung. Heißt Goldrausch Gold Rush auf Englisch oder gibt es dafür auch wieder einen anderen Begriff? Keine Ahnung. Na gut, im Englischen wären es dann halt zwei Worte. Und nicht eins wie im Deutschen. Im Deutschen ist ja gefühlt alles irgendwie, kann man alles in ein Wort packen. So gefühlt. So, jetzt ist die Frage. Ich bekomme auf jeden Fall Sterne, das ist logisch. Die Frage ist nur, wie viele sammle ich ein, weil ihr werdet gleich feststellen, hier liegen sie auf jeden Fall, diese ganzen Barren. Und es ist einfach Gold, heißt aber Platin, das ist merkwürdig. Ich glaube nicht, dass Platin so eine Farbe hat, außer die haben es lackiert oder so. Denkt dran, der Wagen wird zu schwer. Wird der Wagen zu schwer und zu langsam, lade das Fahrzeug in der Garage ab. Ja, hier ist nämlich die Gefahr, wenn man zu viel einsammelt. Man bekommt erstmal Sterne für das Ganze und der Wagen wird so unfassbar slow, dass man da dann gar nicht mal mehr von einem Cop abhauen kann, obwohl man in einem Auto ist und der zu Fuß dich verfolgt. Da musst du so ein bisschen taktieren. Lieber ein bisschen öfter da in die Garage fahren, als sich hier zu verzocken. Das Gute ist, das Auto wird schwer, das heißt, ihr könnt die anderen Autos auch locker wegdrücken. Oh, kommt schon! Oh. So. Okay, das waren jetzt schon mal die ersten. Autos wieder leicht. Beautiful. Sterne sind auch wieder weg. Oh, das ist nett, dass die Sterne auch entfernt werden dann wieder. Ich hätte gedacht, das bleibt jetzt so. Ach so, ich hab noch... Hä? Ich muss noch mehr... Hä? Ich dachte, ich war da doch lange genug drin. Was willst du denn von mir? Hä? Spiel, was willst du von mir? Was möchtest du von mir, Spiel? Ich habe doch alles abgegeben. Was will das Spiel jetzt von mir? Wieso? Hä? Ich meine, das Auto fühlt sich jetzt auch nicht an, als hätte ich noch Gold an Bord. Also, oder Platin. Es ist ja Platin. Wo waren denn jetzt nochmal die Platinbarren? Wieso wird mir das nicht angezeigt? Wo waren die denn jetzt? Da vorne. Ich meine, ich weiß ja wo, noch, wo die liegen scheinbar. Ich hab's geschafft, aber... Aber... Hätte jetzt echt gedacht? Ey, Leute! Entspannt... Oh, den hätte ich mitnehmen müssen. Nicht, dass ich den da später vergesse.
Ja, keine Ahnung. Ich werde es einfach so machen. Es könnte sein, dass es jetzt nicht klappt. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was diese Garage anbelangt. Ich weiß gerade nicht, was das hier soll. Ja. Okay, das wird einem dann nicht mehr angezeigt. Ist das irgendwie, war das im Original auch schon so? Oder ist das einfach ein bisschen verkackt jetzt, das Ganze hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall, dich nehme ich mir einmal mit. Dann habe ich das schon mal. Ich fange aber erstmal oben an, weil den Berg runterzurollen, das ist immer besser, wenn man das erst später macht. Und ich sollte mich auf jeden Fall schon mal umdrehen. Alter, sind ja noch viele. Gibt es irgendwie eine... Alter, ich stehe gerade. Nicht noch mehr einsammeln, bitte. Ich bin schon so langsam. Ich darf nicht noch mehr einsammeln. Gibt es eine Mindestanzahl an Barren? Muss ich alle einsammeln etwa? Wenn das der Fall ist, dann habe ich so verkackt. Dann habe ich richtig verkackt. Ich meine, ich habe auch ganz schön rumgetrödelt, aber... Meine Fresse. Ich glaube nicht, oder? Hat er irgendwie erwähnt, wie viel ich einsammeln muss? Ah, du musst 30 einsammeln. Okay, dann habe ich es jetzt gleich. Dachte schon, ich muss alle einsammeln. Das wäre ja insane. Ich meine, das geht wahrscheinlich irgendwie, aber... So, dann haben wir es ja zum Glück geschafft. Das heißt... Achso, die Mission ist dann auch direkt zu Ende. Achso, ich hätte gar nicht so viel aufladen müssen. Gut. Das gefällt mir. So, jetzt ist die Frage, kommt man da irgendwie... Ich mach's per Stunt, Leute. Ich will rüber und die nächsten die Eismission machen, aber dann mit einem Stunt, bitte. Ich will rüber mit Stil. Das fängt ja super an. Oh ja, Cheetah, bitte. Komm, bitte. Ich krieg dich nicht mehr, ne? Nein. Oder? Ich kann mir auch den Infernus da vorne holen oder so. Ach, egal, komm, gib mir den Kuruma. Der reicht völlig aus. Außer hier ist jetzt ein toller Sportwagen. Nee, ist es nicht. Gut, dann würde ich sagen, geht's mal rüber. Wo ist sie? Ach da. Okay. Monster Star in Action. Oh ja. Oh, was eine geile Schraube. Da kann man nicht meckern. Das war ein guter Stunt. Das war in Ordnung. Und... Dafür bietet sich der Monster Stunt halt wunderbar an, dass man hier so ein bisschen einfach mal auf die andere, ich würde schon fast Insel sagen, auf die andere Ebene springen kann. So, jetzt kommt die letzte Mission bei D.I.C. Und dann geht's rüber zu King Courtney. Hi. Showdown. Gang of them against two of us, or rather, two of y'all. I join you, but I ain't due for my parole hearing for another 3 months, know what I mean? Go and meet my baby brother. He'll show you where they're fighting at, alright, son? Gut, ich miete mal deinen Baby Brother. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern an diese Mission. Was muss man da machen? Gegen andere Gangs kämpfen, ja, aber... Und der ist bei unserem Versteck. Was macht der da denn? Hat er sich da breit gemacht oder was? Ey. Hast du dich etwa an unseren Waffen bedient oder was? Hi. Oh. Doch, ich weiß, welche Mission das ist. Oh Gott, die hätte ich ja auch wunderbar mit der Trophäe in der letzten Folge kombinieren können. Weil hier muss man ja den Schläger nutzen. Das hätte ich natürlich ein bisschen... Daran habe ich nicht mehr gedacht. Aber ist egal, ich habe die Trophäe bekommen jetzt schon und dann ist es in Ordnung. Also egal. Aber daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Die ist sogar ziemlich cool, die Mission. Gut, wir sind wunderbar ausgestattet. Volle Panzerung, volles Leben. Dann kann der Spaß beginnen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind, aber es sind einige, wie man auf der Minimap schon sehen kann. Aber ich würde sagen, wir mischen die mal so ein bisschen auf hier, die Jungs. Ja, der Schläger. Hi. Boom, Junge. Oh, wollte ich nicht. Darf der Baby Brother sterben, oder? Ich glaube, der ist sogar schon tot. Ach, Leute. Alter. Alter, mähen wir die um. Boom. Bam.
Alter, was ist das für eine Mission? Das steht darum kein Verhältnis mit der vorherigen. Nicht wahr, Baby Brother? Ciao. Oh my God. So, das waren die Eismission. Crazy. So, jetzt haben wir noch King Courtney auf der Karte. Vier Missionen warten auf uns. Eine ist sogar irgendwie so ein bisschen... Eine hat sogar so ein bisschen Story zumindest. Aber ich würde sagen, ja, ich könnte jetzt schneiden. Ich könnte aber auch zum Airport und dann einmal rüber. Wo ist denn eigentlich das... Wo sind denn eigentlich die Missionen von ihm? Sieht man die nur, wenn man auf dieser Insel auch ist? Oder wo sind die Missionen? King Courtney? Wo sind die King Courtney-Missionen? Ich weiß gerade echt nicht, wo die King Courtney-Missionen sein sollen. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Die sind dabei bei der Universität. Das weiß ich, aber... Ich weiß nicht, warum das Symbol gerade nicht angezeigt wird. Habe ich irgendwas... Ich hab, kann ja nichts falsch gemacht haben. Also ich habe mich an alle Hinweise im GTA-Wiki gehalten, welche Mission ich vorher machen musste. Das habe ich gemacht. Dementsprechend sollte da eigentlich jetzt auch nichts passieren mehr. Hm. Also, ja, keine Ahnung. Hi. Könnt ihr mal meinen Banshee bitte in Ruhe lassen? Ein bisschen? Ich würde den Wagen gerne zumindest noch bis zum Airport behalten. Ich habe nämlich Bock, ein bisschen wieder mit meinem Dodo zu fliegen. Also ich nutze jede Gelegenheit, so ein bisschen Flugpraxis wieder zu bekommen. Weil vielleicht fliege ich ja in der klassischen GTA 3 Version ja irgendwann nochmal zu Ghost Town, wenn ich Bock drauf habe. Das wäre doch auch nochmal was. Oder wäre doch eigentlich ein cooles Video. Könnte ein cooles Video werden, wenn ich da einfach mal hinfliege. Habe ich noch nie gemacht. Wäre eigentlich ziemlich witzig. Ich kann hier so... Wobei, da kann ich ja gar nicht... Aber ich kann hier so rumfahren, ne? So. Vorsicht auf die Hügel. Nicht das Auto jetzt verlieren, das wäre richtig blöd. Es ist natürlich wieder perfekt dunkel hier, ne? Goddammit. Sehr schön. Auto bleibt da. Ja, hier gibt es mehrere Dodos, aber ich mag eigentlich den Dodo hier hinten immer ganz gerne. Weil der halt gleich schon bei der Landebahn ist. Start- und Landebahn ist. So, da bist du ja. Mein Schätzchen. Ich markiere mir aber schon mal ungefähr, ich glaube King Courtney ist ungefähr hier so. Beim Stadion. Da, ich glaube sogar genau da ist er. Ist jetzt nicht der ultra weite Weg, aber ich würde doch trotzdem gerne hinfliegen. Okay. Bin ready, Leute. Habe ich es noch drauf? Ja, ich weiß ja noch, wie das geht. So schwer. Es ist ja eigentlich gar nicht so unglaublich schwer, aber... Aber es ist irgendwie echt gewöhnungsbedürftig. Also, vor allem, dass man hier nicht... Man neigt immer da... Man hat so die Neigung jetzt wieder... den Stick nach unten zu drücken, wenn man hier merkt, oh, ich sinke, Musst du aber nicht. Oh Gott. Oh Gott, ich hab's verkackt. Ah! Vielleicht kommen wir ja auf Staten Island raus. Vielleicht, bitte zählt, ja, Bedford Point, das sollte zu Staten Island zählen, das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall auf der anderen Insel. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Yes. Ich meine, es hat ungefähr geklappt. Ich wollte auf die andere Insel kommen und, ja. Natürlich wollte ich irgendwie landen. Ich weiß nicht, warum ich nicht... Das habe ich noch nicht so drauf. So wirklich an Höhe zu gewinnen, ich weiß nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Okay, und jetzt werden die Missionen noch angezeigt, hier auf dieser Insel. Wahrscheinlich wollten sie nicht, dass man die ganze Zeit über diese Telefonmissionen der anderen Inseln sieht, wenn man eh nicht hier ist. Wahrscheinlich. Hi, King Courtney. Schnelle Autos, schnelles Geld. This is King Courtney. Me yada posse could do with them rude boy driver and people is saying you the man. Get to the waste ground opposite the stadium in a car and wait for the other hopefuls. I've got been watching checkpoints all over Staten. First driver to a checkpoint gets the bling bling. Then it's on to the next stop.
If you get more checkpoints than any other driver, I can have me a little work for you. Geht klar. Auch die Mission, ja, kenne ich. Aber da bräuchte ich eigentlich mal eine gute Karre. Oh ja, das kommt wie gerufen. Dein Cheater. Oh, ich dachte schon. Du wolltest sie gerade abhauen. War das denn sie? Ich glaube schon. Da passt der Cheater doch perfekt. Oh, wie gut. Das wird nicht gerade schwer werden. Das kann ich so schon sagen. So, let's go, Leute. Ich bin bereit. Mach dich bereit. Mach dich zum Kampf bereit. Toolmasters. Ich weiß nicht, wie ich gerade darauf komme. Ja. Wow, was für eine epische Sequenz. Unbelievable. Und ich finde das gut, dass wir alle vom selben Punkt aus starten. Das ist sehr fair, vor allem, weil ich weiter weg bin. So, ich hole mir jetzt alle Checkpoints, Leute. Ich sag's euch. Ich hole mir alle. Wir jetzt alle haben. Okay. Unfair wird es erst dann, wenn die auf einmal in einer anderen Richtung sind und die dann dadurch, einfach nur dadurch, weil sie langsamer waren bisher, daran näher dran sind. Das ist dann unfair und dann kann man da auch nichts gegen tun. Da müsste man sich vielleicht so ein bisschen locken erstmal, aber ich werde die Mission einfach so spielen. Ich werde einfach ganz normal fahren. Das meine ich jetzt hier. Jetzt sind die langsamer und sind deswegen näher dran. Das ist doch bescheuert. Jetzt ist er näher dran nur deshalb. Weißt du, das ist doch bescheuert. Wie hat er das denn jetzt verdient? Okay, die fahren keine Abkürzung. Okay, das ist dumm. Mann, seid ihr doof. Haha, Mann, seid ihr blöd. Das ist ja unfassbar. Oh, jetzt bin ich aber auch blöd, dass ich da... Okay, dann kann ich vergessen. Mann, bin ich blöd. Aber hier geht's hoch. Warte mal. Den holt er sich. Keine Chance. Wir sind einfach näher dran. Jetzt habe ich aber, jetzt profitiere ich mal, weil ich so langsam war, dass ich jetzt auch näher dran bin. Das ist... Ja, man kann ja sicherlich alle bekommen, aber da muss man schon so ein bisschen was für tun, glaube ich. So ein bisschen auf die warten und so und einfach dafür sorgen, dass die... Eigentlich müssten die immer in meiner Nähe sein, weil dann kann ich sicherstellen, dass ich da vorher ankommen werde. Das ist jetzt zum Beispiel wieder unfair. Okay, da kommen sie. Oh, wer wird zuerst da sein? Ich will es sein. Weg. Oh, warum? Warum? Nee, schaffe ich nicht. Lol. Hab ich echt nicht geschafft. Wie lächerlich. Ich hätte es schaffen können, aber da die Drehung war einfach eine zu viel. Das hätte ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich gerade stehe. Ich meine, ich habe die meisten Checkpoints schon bekommen. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 schon abgegeben oder so. Weg. Es geht aber. Na. Ja, gut. Was soll ich da machen? Das ist halt einfach unlucky dann. Das ist aber wieder lucky. Das ist wieder in Ordnung. Ja, das ist auch geil. Jetzt sprechen wir eine Sprache. Mission. Jetzt sind wir auf einer Wellenlänge. Das gefällt mir. Na. Wie soll ich da vorher hinkommen? Das geht nicht. Die sind doch jetzt schon fast da. Wie soll ich das machen? Wollt ihr mich verarschen? Ja, gut, kann ich warten. Komm. Den kriege ich wahrscheinlich auch nicht. Also, es könnte sein, dass ich die Mission fehle, wenn das hier so weitergeht. Wenn die Mission weiter meint, hier mich verarschen zu wollen, dann werde ich das nicht schaffen. Wie soll ich da jetzt hinkommen rechtzeitig? Ich meine, ich gebe alles, aber... Nein! Es könnte noch klappen, aber es ist schon... Nein! Oh, ich habe auf die Map geachtet, nicht auf die... Nein, ich schaff's nicht. Das wird nichts. Leider. Oder? Doch? Oh Gott, die fahren ja keine Abkürzung. Stimmt ja. Oh Gott. Du bist Erster mit 10 gewonnenen Checkpoints. Okay, geschafft. Ja, ging ja eigentlich ganz gut klar, aber war trotzdem irgendwie wild. Also, So, nächste Mission. Ah, ich stelle ihn mal weiter weg, sonst ist der Wagen gleich weg. So müsste er zumindest da bleiben. So, King Courtney, was hast du nun auf Lager? Uzi Rider.
doing me dirty work. See if you're his family or not, don't you know? Two of my boys will be there any second to take you for a ride. See if you're the article or a sister or something. Epischer Kameraschwenk. We're going for a little ride into Epburn Heights. Kill me some filthy Diablo boo-boo's been batting up me Lady Queen Lizzie. You do the driving and the shooting and the dallying and the boot. We'll make sure you don't get cold feet. Here, you'll need a piece. Ich hab ne Knarre, die ich vorher gar nicht hatte. Let's drive. You do the driving and the shooting and the Diablo Boo-Boos. Jetzt geht's rüber. Ach nö. Oh gut, das ist ja gar nicht so weit. Also, warum fährt ihr aber so ein blödes Familienfahrzeug? Also, es kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass ihr jetzt mit so einer Schrottkarre darüber fahren wollt. Ich meine, ihr müsst doch ein bisschen auch an euer Ansehen denken. Was denken die anderen Gangs, wenn ihr solche Karren fahrt? Also, das weiß ich nicht. Ah, lass mich durch, bitte. Dann machen wir die Diablo-Bubus mal fertig. Ja, entspannt euch einfach. Genießt die Fahrt. In der Ego-Sicht. Genießen wir so ein bisschen hier den Tunnel. Oh yeah. Mal gucken, ob ich die zwei Missionen danach auch noch schaffe. Ob ich die auch noch machen kann. Ich würde es ja gerne machen, weil ich will eigentlich ab der nächsten Folge dann die Story zu Ende bringen. Also anfangen, die Story zu Ende zu bringen. Ich denke, es werden noch zwei Folgen werden. Oder drei. Zwei oder drei. Und das ist jetzt, glaube ich, die 26. Folge, richtig? Sind das welche? Ne, sind keine. Das sind welche. Immer da, wo die Baseballschläger sind. Die nicht so gut bewaffnet sind, das sind die Diablos. Ey, meine Knarre ist gleich alle. Was zur Hölle? Ich dachte, die stellen mir eine. Wie viele muss ich killen? Hat er mir das gerade gesagt? Wahrscheinlich. Aber denk dran, du steigst nicht aus dem Wagen. Wie, ich darf echt nicht raus? Ich habe gleich keine Knarren mehr. Ach, ich kann die auch überfahren. Okay, mach mir doch nicht so eine Angst. Ah, okay. Es ist in Ordnung. Man muss es nicht mit der Knarre machen. Mach mir doch nicht so eine Angst, dass ich hier eine Knarre brauche, wenn ich keine brauche. Was soll das denn? Du brauchst eine Knarre. Nee, kannst du, siehst du doch. Brauche ich nicht. Vollidiot. Ist das die Mission, wo wir Ärger bekommen? Was willst du von mir, Junge? Da willst du mich verarschen. Komm, ich kann doch nochmal wiederholen, oder? Ja. Alter Schwede, Mann. Okay, die Mafia ist trotzdem noch da. Das ist ein Problem. Uzi Rider. Ja, dann wird's schon mal ein längerer Part. Da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Ja. Ärgerlich. Wie unnötig auch. Ja, es kommt wieder mit Diablo Boo-Boos. You need a piece. Oder keine Ahnung, was er gesagt hat. Geh mir nicht auf den Sack jetzt. Steig einfach ein. Und wir fahren rüber. Let's drive. Ich hätte mich vorher echt nochmal ausstatten sollen. Ist die Mission fail, wenn ich jetzt hier aussteige? Wahrscheinlich, oder? You do the driving and the shooting. Ja. Ey, wie ärgerlich. Jetzt ist es sehr gut. Es wird ein langer Part. Macht euch schon mal drauf gefasst, weil ich möchte in der nächsten Folge nicht das hier weitermachen. Da werden die Telefonmissionen abgeschlossen sein. Ich bin komplett falsch gefahren wieder. Ach, Mann. Ja, der Fail nervt mich gerade ein bisschen. Das ist wieder so unnötig einfach. Das ist wieder eine Mission, weiß ich nicht. Wo ist die Schwierigkeit einfach? Dass das Auto nicht kaputt geht, ja. Aber ansonsten fährst halt ein paar Diablos über. Wow.
Und dann fährst du ein paar Yardies über. Nee, wir sind ja die Yardies. Ich meine die... Die Yakuza. Oder was auch immer da stand. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass dieser Fail unnötig war. Einfach nur, weil die Mafia wieder meinte, ich schieß mal mit einer Shotgun. Oder was auch immer das gerade war. Bescheuert. Weil es eigentlich unnötig ist, weil du hast nicht mal ein Zeitlimit in dieser Mission. Es ist einfach kein Problem, normalerweise. Ich weiß nicht, ey. Und es kommen noch zwei Missionen danach. Ebernites. Sagt er gleich wieder. Wow, jetzt sehe ich euch nicht mal mehr. Ach so. Ich wollte gerade sagen, ist die Scheibe jetzt getönt, oder? Und warum darf ich verdammt nochmal nicht aus dem Auto aussteigen? Es ist sogar in Rot. Es steht sogar in Rot da. Wie konnte ich das gerade übersehen? Es ist sogar in Rot. Ja, wunderbar. Da steht ja super. Was ist das? Ich fahre gleich aber ins Paint Spray einmal. Ich will mir das nicht nochmal geben. Och, Junge. Du musst 10 Stück killen, ne? Ja, aber jetzt weiß ich ja, dass die... Ich war mir nicht sicher, ob die in dieser Mission Shotguns haben, aber sie haben welche. Scheinbar. Also ich habe mir das ja hoffentlich nicht eingebildet. Ja, siehst du, ich muss da ja nicht da runterfahren. Also gut, da bin ich jetzt... Jetzt bin ich auch dran vorbei, das ist in Ordnung. Lass mich mal eben hier reinfahren, kurz. Noch ein Fail möchte ich nicht haben. Test Center Damage Specialist. Free Insurance Estimates. Full Service. Das habe ich noch nie gesehen, das Schild. Konnte man das damals lesen überhaupt? Auf jeden Fall keine Ahnung. Wenn ich hier lang fahre, sollte das kein Problem sein, weil hier gibt es ja keine Mafia, ne? Da vorne wird es jetzt erst gleich kritisch. Aber hier kann ich ja so fahren und dann würde ich hier jetzt reinfahren. Weg mit deinem Banana. Genau, einmal hier lang und dann geht das nämlich. Ja, dann können wir der Mafia so ein bisschen aus dem Weg gehen. Mann, ich darf nicht aussteigen, ich darf nicht aussteigen. Zieh mich bitte nicht aus dem Auto, dann ist es vorbei. Wofür habe ich mein Auto eigentlich gerade repariert? Wenn ich es eh wieder kaputt ballern. Auf jeden Fall gar nicht so schlecht, dass wir jetzt wieder auf die andere Insel zurück müssen. Das erspart mir den Weg, dann wieder zurückzufahren. Was für eine unnötige Mission bisher. Weiß ich nicht. Wo ist die Gefahr? Also, wenn du nur einigermaßen aufpasst, ist das kein Problem. Es ist einfach nur nervig, auf die andere Insel zu fahren und so ein paar Diablos umzufahren. Gut, ich hätte das schon viel früher machen können. Ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt des Spiels nicht mehr so wirklich der Knaller, aber egal. Wir nehmen das mit. Und dann passt das. So, da vorne geht's weiter. Oder ist hier schon das Ende? Okay, you're the kind of man we like as friend now. You're Irie, man. Real shooter. Real shooter. Sehr geil. Das hätte ich auch schon vor 3-4 Minuten haben können, hier das Ende. Oh, ist das ärgerlich, dass ich da gefailt habe. Egal. Es ist jetzt passiert und es muss weitergehen. Ich sammle mal alles ein hier. Sehr gut. Tja, mit dem Auto will ich eigentlich nicht weiterfahren. Da kommt aber noch eine Mission, wo wir Autos beschaffen müssen. Da freue ich mich ja schon extrem drauf. Wow. Ich hätte eigentlich einen... Na gut, konnte ich ja nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ja einen Diablo-Wagen mitnehmen können. Schon mal, dann hätte ich mir den Weg rüber erspart, aber... Ja, nee. Kommt die jetzt schon, die Mission, oder gleich erst? Es kommt noch irgendeine Mission mit Rache. Und das ist die Mission, die ich meinte, die auch ein bisschen Story hat. Wenn ich mich recht entsinne. Na gut, nächste Mission bei King Courtney. Der große Autoklau. I want you to steal me some gang car so we can do some naughty thing on our enemy turf. I want me a Mafia Sentinel, a Yakuza Stinger, and a Diablo Inferno so we can hit up any gang in Liberty. Drop
them off at the garage in Newport and hear this. They're no use to me, all broke up now. Jo, kriegen wir bestimmt irgendwie hin, Zeitlimit oder so? Nö, nicht mal ein Zeitlimit. Gut. Dann holen wir uns mal einen Diablo-Wagen. Wir können ja erstmal den Mafia-Sentinel abgeben. Den habe ich mir ja damals schon in die Garage gestellt. Und davon kann ich jetzt auf jeden Fall profitieren. Ich hätte bei Gelegenheit natürlich auch schon mal einen Diablo-Wagen mitnehmen können. Dann hätte ich jetzt auch nicht auf die Insel fahren müssen, auf die erste. Aber ja, habe ich nicht mehr dran gedacht. Ist dann so. Das kriegen wir auch so irgendwie gebacken. So, da ist er auf jeden Fall. Und den Wagen da, den linken, den müssen wir auf jeden Fall aufbewahren. Fahr das Auto zu der Garage. Jupp. Und es darf nicht kaputt gehen. Ist die Garage wieder direkt neben dem Paint Spray oder ist es diesmal nicht so? Ich glaube, diesmal ist das nicht so. Deswegen wird es echt nervig, wenn ich jetzt hier... Ja, okay, ich glaube, das ist nicht... Nee, da ist nicht das Paint Spray, oder? Werde ich ja jetzt feststellen. Hä? Hier drin, oder? Ich glaube schon. Hier ist es ziemlich eng, aber ich meine, das war hier. Ja, okay. Jupp, einmal reinfahren und nicht hinten gegen knallen und raus. Jawohl, der Mafia-Wagen ist besorgt. Das hat sich soweit schon mal gelohnt. Sehr gut. Jetzt brauche ich mal... Ja, ein Moonbeam. Jetzt müssen wir hier Richtung... Ja, hier so würde ich sagen. Irgendwann werden wir schon einen sehen. Ey, Junge. Nö. Wehe, du verhaftest mich jetzt. Die Folge wird schon lang genug. Ich muss hier jetzt wirklich ohne Fail durchkommen, sonst wird das wieder zu lang hier. Ich habe ja nichts mal gegenüber lange Folgen, aber wenn es dann zu lang wird, gerade wenn wir hier eigentlich nur Missionen machen, normalerweise, wenn ich jetzt noch andere Sachen vor mir gehabt hätte, hätte ich jetzt einfach gesagt, jo, Folge ist zu Ende, aber... Da ich ab der nächsten Folge, wie gesagt, mit der Story weitermachen möchte, möchte ich jetzt gerne die letzten beiden Nebenmissionen in diesem Spiel erledigt haben. So, hier müssen wir auf jeden Fall jetzt irgendwie einen Yakuza-Stinger finden. Jupp, da ist er doch. Beautiful. Wehe, du ballerst. Ha! Och, das war richtig knapp. Das war haarscharf. Das war richtig knapp. Also, ich glaube, noch ein kleiner Crash noch irgendwo oder so. Und dann ist... Wow. Geht er einfach mit der Laterne Gassi oder was macht er da? Interessant, habe ich auch noch nie gesehen. Ich meine, die musst du auf jeden Fall nicht füttern. Aber sie hat trotzdem irgendwann mal Hunger. Zum Beispiel auf den Rhino. Vorsicht. Nicht keine Dummheiten jetzt hier machen. Kurz warten, bis er vorbei ist. Genau. Sehr gut. So. Jetzt muss ich trotzdem auf die erste Insel, aber man muss bedenken, ich muss einmal weniger auf die erste Insel. Weil ich auch schon mal kommentiert bekommen habe, dass das ja nichts... Ich habe ja diesen Tipp mal bekommen, dass ich mir den Mafia-Wagen schon mal hier reinstellen soll, in das Versteck. Und dann wurde halt kommentiert, dass es ja sinnlos war, der Tipp, und nicht wirklich hilfreich, weil ich ja sowieso auf die erste Insel muss. Aber trotzdem muss ich ja dann einmal weniger auf die erste Insel. Und insofern hat das doch schon was gebracht. Ich fahre hier gleich rüber, also ganz ehrlich, da fahre ich jetzt nicht durch den Tunnel oder sowas, wenn ich eh schon hier bin. Spiel, bitte. So, ja, wo willst du mich denn jetzt hinlotsen? Achso, zur, ja, okay, ich verstehe. Zur, stimmt, das war die ganze Zeit der Wegpunkt zur Garage. Stimmt, das war ja gar nicht. Ich muss jetzt nur ein bisschen aufpassen, weil hier sind wieder die Mafiosi. Ich muss hier einfach links weiterfahren. Genau, einfach links. Und dann kann ich hier schön... And the winner by knockout is... Genau, jetzt einmal hier lang und jetzt müssen hier gleich schon die Diablo-Wagen normalerweise kommen.
Ab hier fängt das schon an. Hier kann man schon welche bekommen. Das ist ja dieses... Hepburn Heights ist ja das Diablo-Gebiet. Hier müssten sie auf jeden Fall rumfahren, irgendwo. Jetzt brauche ich nur noch Glück, und hier... Oh Gott. Ich sehe, wir sind hier nicht willkommen. Ich finde das schön. Toll, danke, dass ihr mich so lieb habt. Aber ich brauche gerade wirklich einen Diablo-Stallion. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal einen bekommen. Also, das ist jetzt die nächste Frage. Jetzt ist wahrscheinlich... Jetzt braucht man wieder einen. Jetzt sagt das Spiel wieder, nö, jetzt kriegst du einfach keinen. Deswegen hätte ich mir vorher einen holen müssen. Wie bitter jetzt. Ach, komm schon. Das ist wieder so eine Mission, die zieht einfach nur die Spiellänge in die Länge. Oh, warte mal. Oh ja. Oh, Junge, nee. Junge, warte. Hä? Was willst du jetzt von mir? Bitte nicht kaputt machen. Ach so, ja, ist gut. Ich muss hier sowieso einmal kurz rein. Dann habe ich gleich auch keine Sterne mehr. Kostet mich wieder ein bisschen Geld, ja? Das ist wieder schön. Kann der Auftraggeber nicht da mal selbst für aufkommen, irgendwie ein bisschen? Das ist aber die Frage, wie fahre ich denn am besten jetzt? Warte, nicht. Ich finde das nicht gut, dass ich hier durch die Ganggebiete fahre. So, Vorsicht. Kein Damage nehmen und jetzt einfach hier über die Brücke. Oder, ja, nicht mal durch die Brücke. Ich würde sogar durch den Tunnel... Wobei, will ich durch den Tunnel? Ja gut, hier ist Chinatown. Das kann ich vergessen. Da brauche ich nicht durchfahren. Ich weiß, wie ich fahren kann. Wenn ich hier so fahre... Und dann... So kann ich den Triaden aus dem Weg gehen, so ein bisschen. Vorsicht. Ja. Es geht. Und jetzt ganz schnell hier rein, bevor sie wieder anfangen zu ballern. Jawohl. Okay. Das ist gut. Ey, das wird doch eine ziemlich lange Folge. Also länger, als ich gedacht habe. Ich habe so 40 Minuten angedacht, aber das werden mehr als 40. Oder ich sag jetzt, das war's. Und in der nächsten Folge machen wir dann die letzte Mission. Weiß nicht. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Nee. So, jetzt keine Dummheit machen. Einfach hier reinfahren. Mittig. Und das Ding in die Garage fahren. Es ist so geil, dass sie auch extra klein ist. Dass man ja vielleicht noch die... Hier hinten noch gegenstößt. Kannst du mich mal, King Courtney, ey. Das war's. Und jetzt kommt die Mission, die ich meinte, die so ein bisschen Story hat auch noch. War eigentlich eine ganz coole Nebenmission. Also das ist eine geile, ist wirklich eine geile Nebenmission. Ja komm, gib her. Ich wollte den Wagen nicht. Nee, eigentlich wollte ich den nicht haben, aber... Okay, gib her. Okay. Gut, dann kommt jetzt die... Ja, eine der verrücktesten Nebenmissionen und generell Missionen in GTA 3. Die ist absolut geisteskrank. Einige von euch wissen sicherlich, was jetzt kommt. Denn diese Mission gibt auch eine Trophäe. Die heißt... Ein Geschenk vom König. Schließe Tag der Rache ab. Also jetzt wisst ihr schon, wie die Mission heißt. Da könnt ihr euch hier schon mal was überlegen. So, auf geht's. Tag der Rache. Eine Minute 30. Oh, warte mal. So viel Zeit muss sein. Geh mal raus, Oma, ich brauche deine Karre. Let's go. Der Tag der Rache.
So. Okay, ich bin bereit für die Mission. Ich bin auf jeden Fall bereit für die Mission. Es wird crazy. Also ihr könnt euch auf was gefasst machen jetzt. Gehen wir doch mal rein in diesen Wagen. Was soll schon passieren? Man hört, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Es wird Zeit, dass du die wahre Macht von Spank kennenlernst. PS, fahr zur Hölle! Wer das wohl gewesen sein kann? Yeah. Come to daddy, come here. Special delivery. Yeah. Come to daddy, come here. Tick tock, what's on my... Here you go, I got a present. Yeah. Come here. Special delivery, TNT. Zerstöre die Spank-Lieferwagen, oh mein Gott. Oh Gott, das ist crazy. Oh, Junge! Alter! Das ist so eine crazy Mission! Ich hasse es! Wild! Ja, es ist wild. Es ist eine wilde Mission auf jeden Fall. Tag der Rache mal wieder. Jetzt habt ihr... Katharina hat uns einen Brief geschickt. Und... Ja. Eigentlich... Warte mal, ich kann hier gleich schon mal den Raketenwerfer auswählen. Der wird mir gleich helfen. Ich muss erstmal anfangen, die Vans zu zerstören. Denn es kommen nur neue Verrückte raus, wenn die Vans noch da sind. Die spawnen also aus den Vans. Das ist ihre Brutstätte. Wenn man die zerstört, dann kommen da auch keine mehr. Aber der Anfang ist halt immer ein bisschen schwierig, weil man muss ja erstmal gucken, welche erledige ich erstmal. Erstmal laufen aus vier Richtungen, kommen die Leute auf euch zu. Das ist erstmal die Frage, wen erledigt man denn dann? Wenn ich einen Raketenwerfer gerade habe, dann kann ich ja nicht... Ja gut, ich kann die schon erledigen mit meinem Raketenwerfer. Und ich muss ja auch nicht geizen mit der Munition, weil... Das ist ja sowieso nur eine Päckchenbelohnung. Ha, mal gucken. Special Delivery. Es ist, ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach... Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind. Man hört, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Nun, ich bin eine vielbeschäftige Frau. Es wird Zeit, dass du die wahre Macht von Spank kennenlernst. Besser X, Katharina. Ach, da steht sogar Katharina. PS, fahr zur Hölle. Ja, geh mir nicht auf die Nerven, ey. Und da fahren sie schon wieder vor. Dass ich das nicht überspringen kann. Irre aufs Prank. Irre aufs Prank. Tick, tack. Arme Clark. Oder was? Oder was willst du von mir jetzt? Boom. Ich find's auch komisch, dass das Auto kein Damage kriegt hier. Ja, moin. Hau ab. Ein Geschenk vom König. Easy Mission, Leute. Ich weiß gar nicht, wo das Problem war. So, das ist die drittletzte Trophäe bis zur Platin. Hier kann man nochmal sehen. 10 Bronze-Trophäen, 11 Silber und 5 Gold. Und jetzt haben wir nur noch nicht so schnell. Da müssen wir die letzte Story-Mission abschließen und dann die 100% holen. Das ist alles. Und dann kriegen wir die Trophäe König von Liberty City. Es ist so geil. Auch wenn ich mich nicht als König von Liberty City bezeichnen würde, wenn ich hier auf YouTube noch nicht die GTA 4 Platin geholt habe. Beziehungsweise 100% in allen Trophäen, was ja auch die Add-ons mit einschließt. Ja gut, es war heute wirklich sehr lang. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich werde jetzt speichern fahren. Und in der nächsten Folge werden wir dann bei Donald Love die Story-Mission weitermachen. Und mal gucken, wie viele Folgen es noch werden. Ich schätze mal, 2 weitere werden es noch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.